Was geht ab, meine Z-Fighter, Oster hier. Und heute machen wir das Dokument, das neueste Dokument von unserem Boy Thales. Damit ihr auf jeden Fall Bescheid wisst, was ihr tun müsst, schauen wir uns zuallererst mal die Informationen an zum Dokument selbst. Damit ihr hier, ja, wie gesagt, Bescheid wissen einfach. Es gibt eine neue Stage, neues Dokument, beziehungsweise ein Dokument mit einer Stage. Wir haben hier Schwierigkeitsstufe Z-Hard und Super 2. Auf Super 2 droppen 7 Medaillen, wie gesagt, und Thales an der Stelle hat natürlich, so wie es ist, erhöhten Angriff, erhöhte Verteidigung, aber kann sich auch hier an der Stelle ab einer gewissen Runde, wir werden uns das gleich näher betrachten, sofern wir im Kampf sind. Jedoch die Charaktere der Giant Form, also Giant Form Charaktere, die zu dieser Kategorie gehören, der Leader ist der Tapion, kennen wir bereits, tun das annullieren, sowohl seine Damage Reduction Skill als auch sein quasi seine Chance sich zu healen, wird alles reduziert quasi. Und dann haben wir auf jeden Fall Vorteil mit den Giant Form Charakteren. Die Sache ist jedoch, Giant Form Charaktere, wer spielt das? Wer spielt dieses Team? Finde ich Tapion in der Friendlist? Niemals. Aber auch, das ist nicht zwingend ein Muss, auch so ist das Dokument auf jeden Fall machbar, denn es sieht folgendermaßen aus. Wir haben 4 Runden, potenziell 4 Runden. Erste Runde kämpft gegen seine ganze Crew, kann man auf jeden Fall schaffen, Zeit ohne gegen Extreme Int Thales und dann gegen den Tech Thales. Ab dieser dritten Runde, ab Phase 3, ist das folgendermaßen. Da gibt es nämlich eine Begrenzung. Wir haben da 2 Runden Zeit. Wenn ihr diesen Tech Thales innerhalb dieser 2 Runden, also 6 Angriffe, besiegt, dann seid ihr mit dem Dokument durch. Dann habt ihr das Dokument geschafft. Wenn nicht, dann kämpft ihr gegen AGL Tarz. Der hielt sich dann wieder komplett und ist dann natürlich stärker als ein Angriff-Boost, Verteidigungsboost etc. etc. Dann könnte es ein bisschen problematisch werden. Heißt, welches Team nehmt ihr mit, wenn ihr jetzt dank des Jubiläums entweder ein Potara-Team habt oder ein Fusion-Team? Nehmt das. Mit diesem Team seid ihr eh für die Zukunft gesichert. Ihr habt das Spiel eh durchgespielt mit diesem Team. Vor allem aber, worum es mir hierbei geht, ist wegen der dritten Runde. Potara und Fusion-Team sind halt die zwei Teams, also unter anderem, die gehören zu den Teams, die das schaffen, die das locker in 2 Runden schaffen, diesen Tech-Tarz umzuhauen. Bei den anderen Teams ist das nicht bei jedem der Fall, kommt natürlich immer auf eure Charaktere an. Viele Kategorie-Teams werden es dennoch schaffen, hier in der dritten Runde schon das Event durchzubringen, zu erledigen, will ich es mal sagen, bevor sie quasi überhaupt daran scheitern und in Runde 4 kommen. Heißt, mit meinem Potara-Team werde ich hier ganz easy und mit dem Fusion-Team die dritte Runde bewältigen, sodass ich gar nicht in die vierte Runde muss. Aber zwecks Showcase bzw. zwecks Event, dass wir uns das Ganze mal ansehen, werde ich ein anderes Team nehmen. Ich werde mir da irgendwas basteln, da denke ich mir gleich was aus und dann sehen wir das. Sehen wir uns gleich in dem Event. Aber aus vorweg, wir haben den neuen Thales, wie gesagt, 77 Medaillen braucht ihr, um ihn zu erwecken. Für diesen Great Ape Thales braucht ihr 35 Medaillen und für diesen Goku braucht ihr ebenso 35 Medaillen. Alles klar, Freunde, dann würde ich sagen, ich bastle mir mein Team zusammen und dann sehen wir uns quasi gleich hier direkt auf der ersten Stage, beziehungsweise auf Super 2 seines Dokuments gleich wieder. Alles klar, und dann sind wir im Dokument von Thales. Ich habe jetzt ein Extreme Tag Team genommen, einfach mal einen zusammengebastelt. Ich habe dann Friend Broly gefunden, Gott sei Dank. Deswegen dachte ich mir, warum nicht? Hey, macht man das auf jeden Fall mal, warum nicht? Andere Sache ist jedoch, heute Abend werde ich noch live gehen, Freunde. Checkt auf jeden Fall immer den Streamplan aus, wenn ihr das könnt. Dann werdet ihr immer Informationen bekommen, wann, wo, wie ich live gebe. Für heute wird das sein. Ich aktualisiere den, by the way, immer jeden Montag. Und für heute wird das Ganze sein, ich habe hingeschrieben, 19-20 Uhr heißt 19 oder 20 Uhr. So, und im Dreh herum werden wir live gehen. Auf Twitch, wie gesagt, mit Dokkan Battle. Wir werden da weiterhin die Medaillen farmen von unserem Boy Thales. Summon habe ich noch nicht. Summon werde ich noch die Tage, schätze ich mal. Muss mal gucken, wie ich das mache. Aber die Medaillen werde ich unter anderem trotzdem einfach mal farmen. Wir haben was zu tun. Die Charaktere, die Zeit kann ich auch erwecken. Deswegen, also neben Thales, den Great Ape Thales und Goku. Deswegen auf jeden Fall immer was mitnehmen. Warum nicht? Dann haben wir auf jeden Fall gut was zu tun heute Abend. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, schaltet auf jeden Fall ein. Aber gut, zur Extreme Tag Team. Eigentlich wollte ich El Ergino nicht mit reinnehmen, wenn ich ehrlich bin. Statt ihn wollte ich entweder King Piccolo als Supporter nehmen oder Golden Freezer. Aber ich dachte mir, komm, ist ein neuer Unit, teste mal ein Extreme Tag Team. Er ist halt nur wirklich ein Supporter hier. Also er gibt nicht mal Kino, Attack und Death Boost, 30%. Bin gar nicht mal so schlecht. Aber er linkt sich halt eigentlich, glaube ich, fast mit niemandem. Außer mit El Goku Black mit Legendary Power. Und das war es auch schon. Wie wir es hier sehen können. Aber gut, wir nehmen es einfach hin. Warum nicht? Ist nicht so schlimm. Wir haben halt ganz klar den besseren Support hier, meiner Meinung nach, was Support angeht, für ein Extreme Tag Team. Nämlich, ja, ihr seht schon, wir kommen ja nicht mal auf die Ultis der Charaktere. Nämlich den Second Form, also Imperfect Form Cell. Der ist ein Extreme Tag Team, meiner Meinung nach, besseres Support als El Ergino. El Ergino in sein eigenes Team, ganz klar, gehört er hin, weil dann die Ergino Force zusätzlich noch einen Boost bekommen. Aber ich wollte mal testen, wie er sich so in dem Extreme Tag Team macht. Er geht halt Extreme Allies. Attack und F 30%, das ist echt solide, ich will das nicht schlecht reden, aber da fehlt halt Key. Merkt man schon, merkt man schon. Aber gut, ob so oder so,
Er denkt halt auch gut, ist ein LR-Charakter, ganz klar. Müssen wir uns eigentlich nicht so viele Probleme oder Sorgen um ihn machen. Ansonsten habe ich hier noch mit dabei Mass Zane. Will mal sehen, was der so drauf hat in dem Team. Und natürlich ganz zu unserem Broly-Eskalation. Und Fusion-Zamasu und Goku Black soll ich mal in eine Rotation bringen, damit die Jungs da durchhauen. Genau, wenn euch das Ganze schon gefallen hat, Freunde, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und falls ihr neu seid, drückt auf den Abo-Button und joint den Hashtag auf ZFightern, damit wir auf jeden Fall einen weiteren gemeinsamen geilen Weg gehen an der Stelle. Es geht auch Mess 10 hier und sagt, I'm not Bardock. Ja, jetzt, wer bist du dann? Thales oder was? Nein, Spaß. Ja. Ich bin mir sicher, eigentlich sollten wir diesen Tag-Tats nicht in zwei Runden mit diesem Team schaffen. Es sei denn, irgendeiner der Charaktere meint, okay, ich esse jetzt komplett. Dupe System, Crit, Edition Attack, alles ist dabei. Denke ich nicht. Schau mal, warum habe ich mich dennoch für ein Tag-Team entschieden. Mono-Tag nenne ich es mal. Wegen, ganz klar, weil wir Typenvorteile haben. In der allerletzten Runde kämpfen wir gegen. Er gilt die Thales, deswegen dachte ich mir, okay. In der Fredness habe ich einen Broly gefunden, fand ich nice, nehmen wir mal mit. 120% Team. Sollte es auf jeden Fall auch schaffen, das Event, so ist es nicht. Aber Kategorie Teams seid ihr auf jeden Fall besser. Also geht das auf jeden Fall viel einfacher. Vor allem mit Potara oder Fusion Team. Ihr müsst das nicht zwingend in die Länge ziehen. Ja, wenn ihr das in der dritten Runde schafft, dann macht das auch. Ich habe es jetzt Zweck Showcase oder Video selbst, damit ihr mal seht, wie das ganze Look ist. So gemacht. Aber wie gesagt, zum letzten Mal, wenn ihr Potara oder Fusion Team habt, rein damit und gut ist. Alright. Und zwar. Oh, der Ulti sitzt sogar im Perfect Cell leider. Okay. Ja. 123.000, okay. Ja, das tut weh, das tut weh. Das tut schon weh, will ich euch nichts verzählen. Aber ansonsten haben wir hier. Messane und wie heißt der andere Dude? Brokkoli will ich auf jeden Fall in einer Rotation halten. Sieht auf jeden Fall nice aus. Nehmen wir mit. By the way, Broly, ja, Broly. Alle sind im Broly-Hype. Diese Woche kommt er noch zum Broly selbst. Was habe ich aufgeschrieben hier? 16.8. Ab 2 Uhr kommen die News zu der Kampagne, zu der Filmankündigung und dann ab 7 Uhr morgens ist geleakt worden. Wenn ihr alles wissen wollt, in dem heutigen News-Video, schaut es auf jeden Fall an. Sollte dann das Extreme-Battle von Broly kommen, werden wir auch auf jeden Fall streamen. Für Donnerstag steht noch spontan dran, weil ich dann nicht genau weiß, ob da eine Wartung kommt oder so. Diesen Streamplan aktualisiert sich auch, wenn es gegeben ist, daily. Deswegen haltet da auf jeden Fall mal ein Auge auf und wenn ihr da Lust habt, auf Streams einzuschalten, sei es im Streamplan auf Twitch oder auf dem Discord-Server, wird das aktualisiert alles. Also Streamplan unter der Videobeschreibung unter jedem neuen Video. Alright. Und genau. Jetzt soll ich irgendwas sagen wegen Broly, aber ich hab's vergessen. Also den Dragon Ball Super Broly. Ah, wir machen das. Boom, wir nehmen mal das ganz hin. Dann nehmen wir mal das hin. Wir healen uns mal an der Stelle. Ja, tun wir. Ja, okay, schade. Jetzt haben wir auf den Broly hier keine Ulti. Hätte der eine Ulti bekommen, könnten wir das vielleicht eventuell rocken in zwei Runden. Aber schauen wir mal. Oder er wird auch viel Schaden bekommen da am Ende. Genau. Ach so, ich habe das im News-Video nicht erwähnt, aber es wurden auch Missionen geleakt, also die Missionen, die zu Filmankündigungen kommen. Mehr oder weniger sind das Missionen, um Extreme Battle zu schaffen, 1, 2, 3 mal und so fort, einen Charakter zu erwecken, einen Charakter die Essay zu leveln und so und so fort. Also es spricht echt darauf hin, dass quasi, ich hoffe, ein Free-to-Play Broly kommt und der natürlich mit seinen Extreme Battle dann erweckbar sein wird zu dem Broly, das ihr gesehen habt im News-Video. Die Chancen stehen echt gut und ich bin da echt drauf gespannt, was da dann die Tage abgehen wird. Ich kann es kaum erwarten, um ehrlich zu sein. Das wird aber echt geil. Okay, der hat einen Ulti bekommen, das ist nicht gut. Der bekommt sehr, sehr viel Schaden. Das ist der Broly an der Stelle. Leider Gottes. Ja, nee, das schafft man nicht, das schafft man nicht. Vor allem mit dem Potara-Team schafft ihr das easy, weil ihr, ja, Typenvorteil, ist doch Logo. Typenvorteil mit LL Vegito, deswegen. Ich hatte es gerade tausendmal gesagt in dem Video, aber, also, bei allem Respekt, wenn ihr das wirklich schaffen könnt als Event, in den zwei Runden hier. Das ist, by the way, die Stage, Phase 3. Da sind die Remain One Charge. Das ist mein letzter Angriff. Wenn ich ihn nicht mit diesen Angriffen down bekomme, innerhalb dieser zwei Runden, dann geht das Dokken-Event weiter. Hätte ich ihn hier besiegt, wären wir zu Ende. Dann wäre das Dokken-Event zu Ende, damit ihr das wisst, ohne es nicht unnötig in die Länge ziehen müsstet. Ja, falls ihr das auch schafft. Mit dem Kategorie-Team einen sehr guten Schaff ist auf jeden Fall, wie gesagt. Gut. Ja. Ja, Messayen macht gut. Oh, Messayen. Messayen. Macht gut Schaden, tankt gut. Alright, nur her damit. Finde ich nice auf jeden Fall. Brokkoli auf jeden Fall gut hier. Ich weiß nicht, ob der Friend Dupes hat oder so. Mein hat auf jeden Fall Dupes. Sollten vielleicht dann mal den mit dem Messayen in die Rotation bringen. Aber in der nächsten Runde haben wir Typenvorteil. Er wird zwar tanky sein, wird mehr Damage machen wegen seiner. Ja, oh. Der ist so geil, Thales. I win. Einfach Power Up boosten, fertig. GG, und schon ist er da. Es ist geil, der ist geil. Der ist richtig geil, Freunde. Der ist richtig. Der ist übertrieben nice. Der ist übertrieben nice. Aber wir machen das Ganze mal so. Gehen wir mal das mit.
Und ja, jetzt haben wir Typenvorteil. Er hat zwar jetzt noch die HP, die er davor hatte, aber er hielt sich. Boom, er hielt sich direkt auf Full Life, ja. Deswegen hätte die Giant Form Charaktere, wäre diese Heal geringer. Aber ja, Giant Form spielt legit halt niemand leider. Leider Gottes. In JP werden sie gebufft, finde ich gut. Also da bekommen sie auch von Dupe System in Zukunft einen Boost. In dem kommenden JP Update war am... Ich gucke hier mal zur Seite, weil ich mir ein Whiteboard geholt habe und mir da wichtige Sachen aufschreibe. 20. war das, glaube ich. 20. August, 5 Uhr morgens. Genau. Sollte 3.14 kommen für JP Update. Für Global kommt 3.13 die Tage eventuell mit einer Summer Animation. Und vielleicht Friend System Update. Müssen wir gucken. Also die Tage wird sehr viel abgehen. Gut. Aber ja, ihr seht es ja, mit dem Team, weil wir Typenvorteile haben, den kaum wird easy zur Seite, gekonnt zur Seite vor allem. Nächste Runde ist er down. Deswegen, das Event ist auf jeden Fall machbar, Freunde, mit dem richtigen Teams. Wenn ihr das richtige Team habt, vor allem, wie gesagt, Portal oder Fusion, nehmt das mit, Escalator geht da einmal rein und gut ist. Müsst nicht unbedingt in diese Stage hier kommen, wo ich gerade bin, in die vierte Runde. Nämlich, das schafft ihr auch locker in der dritten Runde. Aber ansonsten, wenn ihr darüber hinweg auch es nicht schafft, ihn in zwei Runden zu besiegen, seht ihr, das Event ist dennoch machbar. Also bei allem Respekt. Das Event von Thales ist echt machbar. Broly wird ihn ja wahrscheinlich zur Seite hauen. Ansonsten, Freunde, hoffe ich, ich konnte euch helfen. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid, wie das Ganze aussieht, auf was ihr achten müsst. Wenn ja, dann hoffe ich, das Ganze hat euch gefallen. Falls ja, ich wollte diese Brücke erschaffen, aber ja, fail. Falls ja, gebt den ganzen Like, Freunde. Und ansonsten wünsche ich auf jeden Fall noch eine schöne Zeit. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, schaltet heute im Stream ein. Und dann gucken wir mal, wie lange wir gebraucht haben. Und machen dann gleich gekonnt Schluss. Nachdem das Loading-Screen hier... GG. Bitte laden Sie das Spiel. Bitte. Dankeschön. Alright, so. So das Ganze auch... ich eskaliere gerade komplett. So sah das Ganze aus, meine Freunde. Ich hoffe, es hat gefallen. Wie gesagt, wenn ja, gebt ein ganzes Like. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.